Was ich jetzt hier gerade so fasziniert fotografiere, ist ein Hundsgiftsgewächs, besser gesagt eine Nathalpflaume, Carisa. Das ist eine der wenigen Hundsgiftsgewächse, die man essen kann. Und hier sehen wir eine sehr schöne Frucht. Ich werde jetzt hier nicht reinbeißen. Ich habe zu Hause selber auf dem Balkon oder besser gesagt auf der Terrasse eine. Was man hier sehen kann, sie hat Dornen. Das heißt, sie schützt sich, sie weiß das, was sie macht. Und diese Frucht kann man essen. Also wie gesagt, ist eine der wenigsten Hundsgiftsgewächse bei Plumeria, Adenium und Oleander, die essbare Früchte hervorbringt. Wenn ihr weitere Fragen habt dazu, wie gesagt, ich habe auf der Terrasse eine Pflanze stehen. Sie ist bedingt winterhart, 0 Grad kann sie ab. Also man sollte sie auch so lange draußen stehen lassen, wie es möglich ist, mit richtig kalt. Und dann ist sie relativ einfach bei uns zu pflegen und dann über den Winter hineinnehmen. Und wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt zu dieser Pflanze, runter in die Kommentare, Kanal abonnieren, weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.